Ja, dann herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play Formel 1 Online. Erstmal Strategie hier aussuchen. Strategie, ja. Das ist ja hochkomplex, ne? Ne, also das, so zwei Boxenstopps mache ich nicht. Nee, es lohnt sich schon nicht. Nee. Es lohnt sich auf manchen Strecken, wenn du deinen Ultrasoft noch hast. Genau. Oder mehr Runden fährst, ne? Das würde ich nicht machen. Oh, ich bin los. Versuche einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sichergehen, dass Einführungsrunde. die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Da muss ich mich konzentrieren, ey. Genau, Aserbaidschan. Das wäre dann. Ja, jetzt muss ich noch nicht konzentrieren. Das ist erstmal Einführungsrunde. Nee, aber trotzdem, ich bin nicht mehr so wach um diese Uhrzeit. Das Ey, Rosberg. ist jetzt die. Ich werde auch sehr defensiv fahren. Auch wenn ich dir nicht so weit nach vorne komme, das ist mir egal. Hauptsache ich komme mit dem Hallenauto da durch. Vor allem in der Einführungsrunde erstmal einen Flügel gefahren, scheiße. Nee, also das passiert mir wohl nicht, aber. Dir vielleicht nicht? Aber in diesem ist es hier. Oh, warum fährt er mit den hinten rein, der Affe? Bremst du Blöd denn? Oder was? Ja, ich bin der Affe. So. Oh. Was war das denn jetzt? Da wollte ich die Hörner abstoßen. Ich dachte, da hinten ganz auf dem letzten Platz ist ein Computergegner. Nee, die Computer sind grau. Ich wusste nicht, dass du auf dem letzten Platz bist. Bist du auch. Der mir besser. Das wusste ich gar nicht. Deswegen ist es immer besser, wenn du mir das sagst. Aber ich habe auch keinen Rückspiegel, also von daher kann ich sehen, was in der Mitte ist. Die Computergegner sind grau, andere Mitspieler sind weiß und Teamkollegen sind gelb. Hä? Bei mir standet ihr zwei noch. Ja. So. Was passiert denn jetzt überhaupt? Ich freue mich auch gerade voll. Also ich stehe wohl jetzt schon auf dem richtigen Platz. Ja. Jetzt fahren die noch eine Runde. Nee, ich nee. Dachte hinter mir ist ein Computer Jetzt gegangen. Kommt's drin gleich. So, die fahren vor uns hin. Die stellen sich hier um. Ja. Die sind doch hin. Ja, dann lasse ich die erstmal dran an mir vorbei. Also da ich kann hinter mir haben. Ich weiß es nicht. Ja, wusste ja nicht. Den alle noch, ey. Alter. Oh, jetzt hast du das gesehen? Alter. Hier los, Alter. Oh. Direkt gelbe Flagge hier. War zum Glück nicht da durchgekommen. Safety Car auf ja. der Strecke. Safety Car ist raus. Achte auf dein Delta und halte es im positiven Bereich, während wir uns dem Feld nähern. Ich hätte auch gedreht und ich war nicht schuld. So. Delta Tempo. Ja, du musst in der grünen Zeit bleiben. Okay. Ja, ist ja alles noch Neuland für mich. Ich komme wenigstens mal ein echtes Ziel. Oh! Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo.
scheiß Box. Oh, der hält aber ganz schön Abstand zum Vordermann, dieser blöde Palmer, ey. Oh, der fährt in die Box. Jesus, halt in die Box. Egal, ey. Ich war nicht in die Box, warum soll ich in die Box fahren? Bleib hinter Bottas, so ja? Okay, das ist in Ordnung. Leck mich am Arsch. Was hast du gemacht? Bin in die Box gefahren, Junge. Box? Warum? Ja. In der Box hab ich mir die linke aufgehängt. Ja, jetzt passt das mit dem. Die halten alle gut Abstand. Vordermann. Nicht so weit wie der Palmer da. Der Palmer ist mir vorhin, glaube ich, auch in die Karre gefahren. Doch auf. Zum Glück habe ich noch Platz auf der Pedal geschaffen, sonst wäre das für den Let's Play nicht mehr ausgeräumt. Fängt an Spitzsporn, ne? Ja. Kann man gut nutzen für schnellere Runden. Ja, beim Safety Car spart man ja sowieso Sprit, also da muss es ja erst recht reichen. Teile. Ja. Bleiben wir wirklich auf der Strecke liegen. Es fliegen noch mehr Teile gerade mir entgegen. Ja. Ja, aber uns stand uns hier. Aber fein. Links von der Ideallinie. Muss man sagen, ey. Vor allem auf realistisch. Du fährst über Teile drüber, die auf der Straße liegen, kannst du durchaus Platten kriegen. Na klar. Ja. Also das ist ja sehr simulationslastig. Schlechten Kritiken kann ich bei Steam nicht nachvollziehen. Die Leute das Spiel so schlecht reden. Also das ist die, warum wärst du an mir vorbei? Darfst du gar nicht bei der Safety Car Verstappen. Ich rede das Spiel doch nicht schlecht. Soll ich aber mal hinter... Ach, der darf direkt nach vorne. Dann muss ich hinter Verstappen bleiben. Mein Teamkollege. Okay. Und irgendwie durfte heißt der wohl vorbei. Durfte sich zurückrunden. Das war aber kommt in der Safety Kamera rein, sag mal. Oh, wir haben schon gehabt, da hatten wir ja 4-5 Runden. Ja. War nicht schneller, Mann. Singen auch 500 nicht mehr, das ist überhaupt. Trotzdem. Meine Reifen waren kalt. Über die Curbs fährst, das merkst du aber gleich am Lenkrad. Ja. Vibration, das
haben sie gut umgesetzt. Doch, ich bin sehr beeindruckt von dem Spiel, muss ich sagen. Aber ich werde wahrscheinlich immer müder, deswegen so das Safety gar nicht mehr reinkommt. Der Landis wird Gas geben, ey. Oh, ich habe einen Erfolg bekommen. Ja, verfolgen Sie diesen Wagen. Ja. Habe ich auch gekriegt. 5 ja. von 10 habe ich jetzt. Da müsste bei dir 1 von 10 gewesen sein. Genau, 1 von 10, ja. Genau. Aber ich bin ja auch so ein Trophy-Junkie. Trophy-Hunter. Junkie. Rein hier, Bernd Mailänder. du sollst hier nicht jeder Feld hier anführen hier. Ja, macht aber. Naja, der will sich hier präsentieren im Fernsehen. Einmal Erster. Einmal auf dem ersten Platz. Ich kann mich aber wenigstens schon mal ein bisschen an die Strecke gewöhnen. Das ist natürlich sehr von Vorteil. Finde ich die auch langsam. Aber leider nur im Schneckentempo. Das wird auch mal Zeit. Wunderbar. Jo, Lichter sind aus. Viel Spaß wünsche ich euch. Jo. Wer ist doch noch mit? Jetzt holen die natürlich erstmal alle auf und wenn dann Startziel ist, dann geht's los. Ja. Jetzt. Ich würde niemals in der Formel 1 zugelassen werden. So nicht. Viel zu gefährlich. Boah.
Boah. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Boah, Verstappen bin ich vorbei. Ja, diesen großes Lob. Perfekt gefahren, ey. Ja. Du bist zwar hässlich, aber fahren kannst du. Komm, man ist auf der Strecke hier, ey. Defekt. Ja, Blinker aussetzen. Und? Das ist ein Schalter gefunden. Oder? Ja. Oh! Oh! Alter. Fertig, ah, los jetzt. Den alten. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Ja, ich weiß. Warst du schon in der Box, hier, Luca? Ich bin ja vor dir gerade noch so wieder rausgekommen. Ja, ich hab's gemerkt, ja. Rosberg und so, die waren glaube ich noch nicht in der Box. Oh, da müssen aber bestimmt noch viele in die Box, weil ich bin 90. Wo bei der anderen Strecke das Safety Car draußen war, übelst lange, da habe ich die Gunst der Stunde genommen und habe gleich den Boxenstopp absolviert. Ja. Das hat mich am Ende mehr Punkte gebracht als, ja.
Boah! Schwere Passage. Oh, da stand aber eine. Das war wieder so ein Renault, ey. Wieder der Palmer, ey. Hülkenberg ist vor mir. Verbremst! Super. Hast du aber mal Einstellungen zwischendrin gemacht? Ja. Oh, voll verbremst. Ich stand da gerade am Sprit ein bisschen was rum und dann, ja. Hülkenberg bin ich dran vorbei. Sauber überholt. Deutsch, Deutsch. Bottas. Was für Gegner. Boah! Ah, schade! Achtung, Achtung, gelbe Flagge vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du wieder. Oh, Hülkenberg, lass das. Oh, da stand noch einer auf der Strecke. Jetzt wird er durchsichtig. Alter, was ist der noch ganz sauber, der Palmer? Ja, der Palmer spinnt. Oh, ich der hat Platten, weißt du? Der ich Palmer. Hab auch Platten. Mist, ja, vor allem, ey. Ich will den überholen, er zieht einfach rüber. Ja, der Palmer ist voll durch. Ja, ich hab hinten, das wieder gewesen. Hinten links einen Platten, Alter. Ja. So ein Mist. Das ist ja mal ein Rennen gewesen, ey. Ja, Palmer hat hinten rechts Platten. Denn hinten auch noch. Ja, das bin ich auch. Dauert noch so lange, bis ich in der Box bin. Ja, die. Schade. Eine Untätigkeit. Das ist so kurz vom Ende, ey. Oh, ich schaff nicht mehr als 90, ey. Bestätigt. Das ist ja jetzt ein Teil, ne? Schade. Hab ich alle Plätze verloren. Scheiß Map, Mann. Du scheiß Map. Ja. Oh, das war's. Jetzt mal ordentlich im Map fahren. Melbe. Ja, die kommen doch alle noch. Ja, wann kommen die denn? Wiss ich doch nicht. Guck doch in die Saisonkalender. Oh, dann Naku, hier mit 90 um die Strecke fahren, bis ich irgendwann mal in der Box bin. Ja, warte mal, die andere hat man noch zwischendrin, ne? Vorher so in Monaco gefahren, ja, das hat man dann noch. Kanada. Ach, Palmer ist noch hinter mir, das war klar.
dieser blöde Palmer, der ist ja sowas von dämlich. Und dann haben wir. Genau, die jetzt. Und welche kommen dann? Ja, will ich denn von dir wissen, Mann? Das ist doch nicht, wir müssen mal gucken. Oh. Sehen wir doch gleich. Oh. Hast dein Nasenfahrrad hier in die Umwelt. Was sagst du mir denn? Oh, jetzt werde ich überrundet, ey, so eine Kacke. Wo kommt die Boxband nochmal? Oh, die hat eine Ewigkeit. Ja, links, da vorne links. Da hinten kommt die Boxband. Oh Mann, das ärgert mich aber. War so gut unterwegs, ey. Ah. Fall zurück auf Renngeschwindigkeit. Ich habe nicht mal gebremst. Bin da so mit 300 noch was durchgeheizt. Also ich war der Typ da in dem Ferrari, der so vorbei ist. Ja. Der sich auch gern mal selbst verschätzt. Ja. Der Typ, der das Rad abfährt. Genau, der Typ. So gut ist ja leider gut. Ein Reifenschaden. Der Palmer ist immer noch nicht an mir vorbei, der Dussel. Ist mir schon in Kanada so schlecht aufgefallen. Ja, jetzt habe ich mir alles versaut. Schade, ey. Ja, das hat mich jetzt auch desmotiviert, ey. Die Map, ey, die hat er nämlich sowieso kein Pokal mehr gewinnen. Verzockst du mir vor, genau. Da hast du die geübt, die Map, ey. Ja, jetzt habe ich wieder einen Platten. Naja, scheiße. Kannst vergessen. Was, wieder ein Platten? Aber mit so viel Geschwindigkeit auf dem Kurs. Man, irgendwann ist man immer mal gegen eine Bande. Also, das ist gerade die Bande nicht zu berühren. Das ist ja illusorisch schwer. Schade. Ja, jetzt ist der Reifen ab. Das ist mir jetzt auch egal. Auf die Fresse, fertig, los. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, dieser Kurs, der ist auch kacke, Alter. Eine Runde. Ja, ich finde die Strecke auch scheiße. Die Scheiße, Alter. Ich bin kein Schwein, Alter. Aber hätten wir lieber eine europäische Strecke nehmen sollen. Weil das Saison kannst du nicht bestimmen. Ja, sag ich doch. Verbrauch, der Formel 1 so eine Strecken, ja? Sieht in Europa so eine geile Strecken. Oh, hier liegen Teile. Ja, klar. Da Teile liegen. Friss. Nee, Kyfat, oder wie der Typ heißt. Kyfat. Genau. Ja, zurückgekickt. Ja, ist ja. Glühwatt. Glühwatt. Na, wie Glühwatt. Nur mit K. Ja. Ja, ich konnte so 5-6 Runden gut mitfahren, so, also gar kein Problem. Aber einmal gegen die Bande und dann ist gleich alles vorbei. Das gibt's ja bei Projekt Carsten, also der Corsa gar nicht. Also der Corsa schon ein bisschen mehr, aber der Schaden macht sich ja überhaupt nicht merkbar. Dass sie da einen Platten oder so, gibt's aber erst der Corsa und ja, der Kass gar nicht. Na, hier ist aber nett. Yeah. Ja, das war ein wunderschönes Rennen, fand ich schön in der Stadt. Einige Kollisionen waren hier. Der ein oder andere hat Platten gehabt oder ist also ganz zerstört. Wie auch immer. Wir sehen und hören uns im nächsten Rennen. Bis dahin, ciao, ciao.